So, herzlich willkommen im Wechselraum Baden-Württemberg zur Podiumsdiskussion der Ausstellung Frugalität kreativ, weniger ist genug. Mein Name ist Benita Legerette von der Geschäftsstelle des BDA Baden-Württemberg und ich begrüße Sie ganz herzlich hier auch in der Ausstellung und hier im Wechselraum. Von hier aus werden wir heute die Podiumsdiskussion der Ausstellung im virtuellen Raum von überall her in die Welt senden. So, wir hatten hier heute wie gewohnt einige Schwierigkeiten und Pannen, das alles technisch einzurichten, aber ich hoffe jetzt, es klappt und es wird rund laufen. Inhaltlich sehen wir auf jeden Fall auf einen sehr spannenden und anregenden Abend. Sehen wir einen sehr spannenden und anregenden Abend entgegen. Die Ausstellung fand hier vom 15. März bis zu ihrer Schließung, war sie offen. Sie ist immer noch aufgebaut, aber leider im Moment im Dornröschenschlaf. Frugalität, kreativ, weniger ist genug. Dieses deutsch-französische Ausstellungsprojekt wurde von Kyra Bullard und Dominique Gauzin-Müller kuratiert und ist ein Projekt der Universität Stuttgart, des Institut Français und des Vereins Frugalité Heureuse et Créative. Ganz herzlicher Dank gilt natürlich auch unseren Sponsoren, der Baden-Württemberg-Stiftung und dem deutsch-französischen Bürgerfonds. Und jetzt übergebe ich auch gleich schon an Dominique Gauzin-Müller, die einleitenden Worte hier für die Podiumsdiskussion an uns richten wird. Viel Spaß. Herzlichen Dank, liebe Bernita, auch für deine Arbeit und die Arbeit der BDA-Wechselraum über all diese Monate. Guten Abend an alle und nochmals herzlichen Dank an die, die an diesem deutsch-französischen Projekt zur Genügsamkeit in Architektur und Stadtplanung in einem sehr schwierigen Kontext und mit viel Engagement mitbewirkt haben. Der Titel unserer Ausstellung ist Frugalité kreativ, weniger ist genug. Um über Genügsamkeit in der Architektur bei dieser Abschlussveranstaltung zu diskutieren, haben wir heute Abend drei Gäste mit unterschiedlichen Bautätigkeiten eingeladen. Eine Stadtplanerin aus Karlsruhe, ein Ingenieur aus Stuttgart und ein Vorarlberger Architekt, der auch in Baden-Württemberg baut. Barbara Rettenmeier gehört zur Geschäftsleitung der Karlsruher Fächer GmbH, eine Tochtergesellschaft der Stadt Karlsruhe, die an Stadtentwicklungsprojekte sowie an der Bewirtschaftung von Gewerbeimmobilien arbeitet. Sie wird uns das nachher erklären. Matthias Schuler hat 1992 Transolar Energietechnik mitbegründet. Und wir kennen uns seit langem, weil ich habe ein Buch über Benisch und Partner gearbeitet und damals war er beim Üsolar auf dem Campusgelände. Er ist einer der Geschäftsführer von diesem sehr erfolgreichen Ingenieurbüro, so Transolar Energietechnik, der auch weltweit an innovativen Lösungen arbeitet. Matthias hat in New York gelehrt und doziert in mehreren Universitäten. Philipp Lutz ist eingesprungen für Matthias Ammann, der Leiter von der Vorarlberger Holzbaukunst, der leider heute Abend nicht mit uns sein könnte. So herzlichen Dank, Philipp, dass du das ermöglicht hast. Und das war wegen der Technik nicht immer ganz einfach, aber du hast es geschafft und du siehst ganz professionell aus. Philipp ist Architekt und leitet zusammen mit Elmar Ludescher ein Büro in das berühmten Architekturland Vorarlberg. Auf die Webseite der beiden steht, wir arbeiten gerne, du ich auch. Unser Büro im Posthof am Hafen von Bregenz ist für uns mehr als ein Arbeitsplatz. Es ist ein Ort der Inspiration, der Kreativität und des Austausches. Von dort sehen wir über den Bodensee bis ans deutsche Ufer. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr immer wieder in Deutschland arbeitet.
Jetzt, liebe Bernita, es wäre schön, wenn du den Impulsvortrag von Philipp Madec einspielen könntest. Als Impulsvortrag für den Abend haben wir ein kurzes Video, so circa 10 Minuten, von Philipp Madec, Architekt und mit mir Mitautor des Manifest für eine glückliche und kreative Frugalität. In diesem Video erklärt der Philipp seine Vision für eine frugale Architektur. Herzlichen Dank an Caroline für die deutsche Untertitelung von dieser Video. So, Bernita, danke. Au début de l'année 2018, l'ingénieur Alain Bornarel, l'architecte et auteur Dominique Gauzin-Muller et moi-même, Philippe Madec, architecte et urbaniste, avons ressenti l'impérieuse nécessité de motiver le monde des bâtisseurs, de leur demander de changer leur manière de faire, celle que le XXe siècle leur avait donné l'habitude de mettre en œuvre, de telle manière de réduire notre impact sur le dérèglement global. En 2018, pour la première fois, l'ONU a rendu public des chiffres globaux qui montrent à quel point le monde des bâtisseurs, la construction, l'usage des bâtiments, mais aussi les infrastructures, étaient lourds de conséquences sur le dérèglement global. 40% des émissions de gaz à effet de serre viennent de la construction et des bâtiments, 20% sont liés aux déplacements, 60% des déchets mondiaux sont issus du bâtiment. Face à cette lourde responsabilité qui était longtemps restée sous le radar de la critique environnementale, il nous semblait utile de nous rassembler de telle manière de prendre une position commune afin de changer non seulement la manière de faire, mais aussi la manière de regarder nos métiers. Pour ce faire, nous avons lancé un manifeste, le manifeste de la frugalité heureuse et créative pour l'architecture et l'aménagement des territoires urbains et ruraux. Très vite, ce manifeste a été rejoint par 1000, 2000, 3000 et aujourd'hui, au mois de mars 2021, nous sommes 12 000 à l'avoir signé. Chaque jour apporte son lot de signatures. Ce manifeste est donc devenu un mouvement porté par des groupes locaux, mais aussi des groupes nationaux, des groupes que l'on trouve à la fois en Afrique du Nord, au Maroc et en Algérie, en Belgique, en Suisse, mais aussi en Asie, au Cambodge, au Vietnam et tout récemment à Taïwan. Nous avons choisi le mot « frugalité » parce que nous voulions trouver un mot positif qui nous permette de porter le nouveau récit nécessaire pour penser l'avenir de l'établissement humain, notre manière d'agir pour fabriquer l'établissement humain de demain. Frugalité, c'est imposer. Parce que la frugalité parle de justesse, parle d'intelligence de l'action, et que frugalité est liée à la notion de fruit. Il y a, bien sûr, dans nos langues européennes, frugalité, frugality, frugalidad, frugalita, il y a ces origines latines communes, c'est dans le mot frux, frugis, frugem, qui veut dire le fruit. La frugalité, c'est la récolte des fruits de la terre. Et c'est une récolte juste, une récolte qui ne blesse pas la terre et qui rassasie ceux qui la font. Dans les langues asiatiques, où le mot n'existe pas, pour pouvoir le faire comprendre, il est utilisé finalement un sens lié à frugalité qui est fructueux. En fait, fructueux et frugal ont la même origine et signifie l'action positive qui dit que finalement l'humain n'a pas besoin d'abondance pour être heureux, pour vivre heureux, qu'il lui suffit d'avoir la juste quantité nécessaire à sa vie. Ces milliers de signatures
montre bien qu'il existait un peuple de l'éco-responsabilité. Souvent des individus isolés, très engagés, face à la difficulté d'inventer, face à la difficulté de trouver des solutions, face aux assurances, face aux réticences des différentes parties du milieu des bâtisseurs. Mais que ce monde-là, ce peuple-là existait et se retrouve aujourd'hui. Il se manifeste finalement par ce manifeste. Et il s'installe dans une logique de partage, dans une logique d'échange des expériences, ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui est souhaitable et ce qui l'est moins. Nous avons lancé ce manifeste pour la frugalité heureuse et créative parce que nous étions confiants dans l'abondance des solutions concrètes qui existent déjà pour faire autrement l'établissement humain, pour le construire autrement. Nous avons hérité du modernisme des procédés génériques, à la fois des matières génériques comme le béton, des technologies génériques comme la climatisation, autant de solutions qui finalement nous ont coupé de nos milieux, nous ont coupé de nos cultures. Et nous savons, avec toutes ces solutions qui existent déjà, avec un regard aujourd'hui très différent sur les matérialités réparties dans les lieux, qu'il est possible de regarder autrement la construction du monde de demain. Alors, de quelle frugalité s'agit-il? Eh bien, ce sont des frugalités en énergie, des frugalités en matière, des frugalités en technique et des frugalités en territoire. Frugalité en énergie, on le sait bien, la meilleure énergie est celle que l'on n'utilise pas. Et il y a tellement de solutions aujourd'hui liées à la nature qui permettent que les architectures soient économes en énergie. Mettons-les en œuvre. Frugalité en matière, mais oui, il y a tellement de matières qui consomment moins d'énergie que la fabrication du ciment. On se bat à raison contre l'utilisation abusive de l'avion, 2% des émissions de gaz à effet de serre. La fabrication du sac de ciment Portland et se trouve entre 7 à 9% des émissions de gaz à effet de serre. Donc regardons les matériaux biosourcés et géosourcés, regardons les fibres, regardons la pierre, regardons la terre, regardons tout ce que finalement nous avons comme matière à portée de main, juste là, sous nos pieds et à côté de nos mains, pour faire et mettre en œuvre cette frugalité en matière. Frugalité en technique. Nous avons hérité, un goût pour la technique qui est lié à l'histoire du machinisme moderniste. Le modernisme est très clairement issu d'un intérêt incroyable pour la machine. Nous savons qu'il est possible de ne pas rester dans une logique de high-tech, mais de regarder les choses du côté du low-tech, finalement de solutions technologiques plus simples, qui permettent là aussi de mettre en œuvre des solutions issues de la nature, de telle manière que nos bâtiments, finalement, consomment moins d'énergie, offrent des qualités de vie plus saines, et porte moins atteinte à la planète. Et évidemment, frugalité en territoire, parce qu'il ne suffit pas de faire un objet bâtiment réussi. Il faut faire en sorte que la manière dont ces bâtiments s'installent sur leur territoire préserve aussi le territoire. Finalement, préserver le sol, n'est-ce pas préserver la terre, soil, earth, land, ces mots finalement disent ensemble cette notion de terre. Donc voilà. Il faut ou non pas mettre seulement en jeu une frugalité de technique ou de matière ou d'énergie ou de territoire, mais mettre en œuvre de façon interdépendante toutes ces dimensions de la frugalité. La frugalité n'est pas un style, la frugalité n'est pas une charte, c'est avant tout une éthique, une manière de se tenir, de se positionner dans l'action et de prendre des décisions de telle manière de préserver le vivant. Que ce soit le vivant humain, non humain et bien sûr la terre. En ce sens, la frugalité émancipe, elle nous libère des diktats qui étaient donnés justement par les styles et nous met face à la richesse du monde tel qu'il nous est donné. Donc aujourd'hui, pas de style, des manières de faire qui chaque fois sont nourries par ce qu'apportent les lieux, ce qu'apportent les cultures, ce qu'apportent les milieux. Cette émancipation, cette libération finalement de l'action, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture, du paysage, nous permet de travailler au plus près de la vie des gens. L'enjeu
Ça n'est pas de faire des grandes œuvres, comme les architectes peuvent le dire. L'enjeu n'est pas de faire des grands musées ou le plus grand centre commercial. L'enjeu est d'être au plus proche du quotidien de l'architecture, de telle manière que nous, les architectes, les urbanistes, les paysagistes, les aménageurs du territoire, nous accompagnons finalement la vie la vie des humains, du petit homme, disait Alvar Aalto, la vie du petit homme sur Terre. Sie haben gerade die Vision von Philipp gehört, der seit über 20 Jahren eine sehr geschätzte nachhaltige Architektur und Städtebau in Frankreich realisiert. Barbara, ganz spontan und in nur ein paar Wörtern, wie sieht für dich eine frugale Stadtplanung? Barbara, on t'entend pas. Okay. Der erste Schritt wäre zu schauen, ob man tatsächlich etwas machen muss. In ganz vielen Fällen kann man schon die Frage, muss überhaupt etwas gemacht werden, ja vielleicht mit Nein beantworten. Also ich erlebe hier in Karlsruhe jede Menge Projekte, bei denen man sich überlegen könnte, muss es denn zwingend sein? Dankeschön, Barbara. Und das ist ganz interessant, weil wir haben mit meinen Freunden von der Frugalité Heureuse schon zweimal ein Treffen in Frankreich organisiert, so vor dem Covid-2019, einmal im Herbst und einmal vorher im Frühjahr. Und wir waren 200, 250. Und bei den Diskussionen, was ist herausgekommen, beides Mal immer die Frage, soll man noch bauen? Und ja. Und die Antwort ist oft nein, man muss nicht unbedingt bauen. Philipp, auch in ein paar Schlagwörter, was ist für dich eine frugale oder genügsame Architektur? Du bist gemutet. Philipp, wir hören dich nicht. Ja, jetzt hören wir dich. Jetzt aber nicht mehr. Philipp, kannst du, oder wir warten auf Philipp und so lang. Matthias, ich glaube, dass du selber lieber von Bescheidenheit sprichst. Ja, genau. Das Wort hat mich ein bisschen irritiert, die Frugalität, wobei die Einführung war jetzt gut über die Frucht, sagen wir mal, über das, was dann mit dem Leben zusammenhängt. Denke ich, da kann ich dann vielleicht mehr damit anfangen. Das Wort benutze ich jetzt weniger, aber ich denke, Bescheidenheit oder Suffizienz, wie man es ja auch dann eher oft bezeichnet, denke ich, das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir uns annehmen müssen, damit wir sagen, mit weniger Aufwand, was wir erreichen können. Und ich denke, man muss dann fragen, muss ich nicht neu bauen, aber kann ich bestehende Gebäude unter Umständen umnutzen, weil die Nutzungen ändern sich ja schon, die Ansprüche ändern sich. Wie kann ich unter Umständen im Bestand was so anpassen, dass es den Leuten dann wieder genügt? Herzlichen Dank, Matthias. Philipp, hast du jetzt Hilfe von deinen Kindern gekriegt? Ja, wir hören dich noch nicht, aber vorher hat es geklappt. Also das sollte auch klappen können. Probier es mal. Immer noch nicht. Gut, dann springst du vielleicht später ein. Und solange teile ich kurz mein Bildschirm. Und ich wollte euch zuerst ein paar Bilder zeigen. Ja, das ist Matthias. Nein, das ist Philipp. Ja, nee, aber wegen dem Bildschirm, der Bildschirm ist okay. Ist gut, ist Ja, gut. okay.
Philipp, kannst du jetzt beantworten? Ja, ich versuche. Hört ihr mich? Ja, ja. Super. Hört ihr mich? Ja, jetzt los. Okay. Ja. Ein kurzes Statement wolltet ihr? Ja. Ja, also ich würde sagen, dass es sich schon eher aus den Umräumen der Gebäude heraus erklärt, aus dem Umfeld. Ich glaube, es geht um das Dazwischen. Das hat die Moderne ja auch vergessen. Und ich bemühe mich und wir bemühen uns im Büro, ein Lebensumfeld zu schaffen, dem man nicht entfliehen muss. Ich glaube, dass da ein Teil der Lösung begraben ist. Die Leute weniger zum Urlaub zu zwingen, weniger in Shoppingcenters zu jagen, Vorgärten statt Betonmauern. Das ist mein Statement. Dankeschön, Philipp. Wenn man so eine schöne Landschaft hat wie in Vorarlberg, will man auch nicht im Urlaub gehen. So zu dieser erstes Mal wollte ich euch ein paar Fotos zeigen, weil die meisten von euch waren wahrscheinlich noch nicht in der Ausstellung. Das ist eine Wanderausstellung, die auch in Karlsruhe, in Freiburg Ende des Jahres und auch 2022 in Frankreich gezeigt wird, in der Region Grand Est, Alsace und Lothringen. So zuerst ein paar Fotos von dieser schönen Ausstellung, mit Sachen zum Anfassen. Das ist etwas, was uns sehr, sehr wichtig war. Hier seht ihr auch von Somholzbau diese Bretter, die zusammen sind. Und ich glaube, das habt ihr auch verwendet in Tanau. Deswegen wollte ich das zeigen. So, hier sind meine zwei Freunde. Sie haben schon der Philipp gesehen. Dazu gehört auch der Alain, der Ingenieur und Stadtplaner ist. Und Philipp ist Architekt und Stadtplaner. Der Anlass für diese Ausstellung war nicht nur das Manifest, das wir am 19. Januar 2018 lanciert haben mit Alain und Philipp, sondern auch der Vergleich mit einem Text, das von der BDA geschrieben wurde am 18. Mai 2019. Also ein bisschen mehr als ein Jahr später. Und im Prolog von Das Haus der Erde steht schon, der Traum vom ewigen Wachstum ist geplatzt. Reduktion ist keine modische Attitüde, sondern Überlebensnotwendigkeit. Ökologisches Umsteuern braucht Ideen und Kreativität. Also wir sprechen von Frugalität, also auch Reduktion, Genügsamkeit und von Kreativität. Beides steht auch schon im Prolog von Das Haus der Erde. In dem Prolog von diesem Text steht auch, Architektur kann in Städten und Regionen ein starker Motivator für ein ökologisches Umdenken sein, das nicht als Verzicht, sondern als Gewinn sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft erfahrbar wird. Sie sehen viele Ähnlichkeiten. Die Genügsamkeit sehen wir in unserem Manifest und in unserer Bewegung in der Energie, in der Wohnnutzung und auch Materialnutzung. Aber im Gegensatz möchten wir mehr Reichtum bei menschlichen Beziehungen und auch neue Prozesse für das Konzipieren von Bauten und Stadträume und auch diese Kreativität. Das heißt, diese Eureuse kreativ kommt von daher, von den menschlichen Beziehungen. Und man sieht auch in unserer Bewegung gibt es unheimlich schöne Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Leuten. Es gibt nicht nur Architekten, circa zwei Drittel von den Leute, die ein Manifest unterschrieben haben, gehören zum Bausektor, aber es gibt auch Leute, die Bäcker sind oder Postbote oder es ist wirklich ganz breit.
Frugalität mit dem Boden. So in unserem Manifest steht übersetzt in Deutsch, ein frugales Bauwerk sorgt sich um seine Umwelt. Es bekennt sich zu dessen Kultur- und Ortscharakter und nährt sich deren Geistes. Es geht sorgsam mit dem Boden und den lokalen Ressourcen um. Es respektiert Luft, Boden und Wasser, die Artenvielfalt, so Biodiversität. Es ist großzügig gegenüber seinem Umland, so das Territorium, und aufmerksam gegenüber dessen Bewohnern. Und in das Haus der Erde ist zu lesen, Bauen muss vermehrt ohne Neubau ausgekommen, gerade was wir vorher schon besprochen haben. Priorität kommt dem Erhalt und dem materiellen wie konstruktiven Weiterbauen des Bestehenden. Und wir brauchen eine neue Kultur des Pflegens und Reparierens. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Thema. Barbara, wenn es dich recht ist, zeige ich ein paar Bilder aus dem Perfekt Futur im alten Schlachthof und dann kannst du darüber sprechen. So, hier diese paar Bilder. Ein sehr interessantes Gebäude, das von meiner Co-Kuratorin Kira Bullert und ihren Studenten ausgesucht wurde. Hier ist die gemeinsame Kaffeeküche. Barbara, kannst du uns jetzt erklären, was ihr da gemacht habt und wie ihr auch mit dem Genügsamkeit in der Bodennutzung umgegangen seid? Kann man mich hören? Ja. Ja. Gut. Die Genügsamkeit der Bodennutzung ist in Karlsruhe keine Entscheidung, also keine, es gibt da keine Entscheidungsmöglichkeit. Karlsruhe hat eine sehr kleine Gemarkung für die Menge an Einwohnern und zum anderen eine große Menge an Schutzgebietsflächen. Also das heißt, die Flächen, die noch nicht bebaut sind, sind zu einem großen Teil, stehen sie unter irgendeiner Art des Natur- oder Umweltschutzes. Das sind FFH-Gebietsflächen, Vogelschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Wasserschutzgebiet. Also es gibt ganz viele Flächen, auf denen Bauen schlicht nicht möglich ist. Mit dem Erfolg bzw. mit dem Effekt, dass der Flächennutzungsplan keine neuen Gewerbeflächen ausweist und auch fürs Wohnen eigentlich keine wirklich großen Flächenreserven mehr da sind. Das heißt, man hat in Karlsruhe schon vor 15 Jahren angefangen, in der Wirtschaftsförderung umzudenken, anstatt große Mengen an Flächen am Stadtrand auszuweisen und zu hoffen, dass eine Firma sich ansiedelt, hat man sich überlegt, welche Firmen spielen für die Stadt, für das Steueraufkommen, für die Entwicklung der Stadt, für die Standortweiterbildung eine Rolle. Und für diese Branchen speziell wollte man quasi Flächen anbieten bzw. Möglichkeiten schaffen. Man hat entdeckt, dass eine große Menge der Karlsruher Hochschulen kreative Studiengänge ausbildet und dass die jungen Kreativen direkt nach dem Studium die Biege machen, um dann nach Köln oder Berlin zu gehen, weil es da nicht nur cooler sich anfühlt, sondern weil es da auch lange Zeit bezahlbare Flächen gegeben hat. Das war in Karlsruhe schon lange nicht mehr der Fall. Deswegen hat man sich entschieden, aus einem alten, aufgegebenen Schlachthofgelände von 7 Hektar Gesamtgröße ein Gewerbegebiet der besonderen Art zu machen, nämlich ein Gewerbegebiet für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Kultur- und Kreativwirtschaft sind quasi die Kulturbetriebe ergänzt um Software, Games und Designbranchen. Eine der Teilaufgaben der Konversion des alten Schlachthofes in ein Gewerbegebiet der besonderen Art war die Aufgabe, ein Kreativgründerzentrum zu bauen, also oder zu vorzusehen. Ein Gründerzentrum, in dem junge Kreative ihre ersten Schritte machen können. Das sind in Karlsruhe sind es viele Architekten und Ingenieure, das sind aber auch Filmemacher, Untertitler, Designer. Es gibt jede Menge Klein- und Kleinstunternehmen, die
versuchen, über eine singuläre Gründung in der Kreativwirtschaft erste Schritte zu machen. Für diese jungen Gründer sollte ein Haus gebaut werden oder ein Haus umgestaltet werden. Und da war die eine Ansage war klar, es muss irgendeine Art besondere Erscheinung haben. Also wir können jetzt nicht einfach ein Standardbürogebäude mit einem Mittelflur und rechts und links Zimmer nehmen und quasi Schilder an die Zinger hängen, sondern wir brauchen ein dreiteiliges System in dem Gebäude. Und dieses dreiteilige System haben wir auch gebaut, nämlich eine Kombination aus Zelle, Großraum und Marktplatz. Die Zelle dient den Gründern dazu, für sich konzentriert zu arbeiten und Ideen zu entwickeln, auch mal ein Geheimnis zu bewahren oder so vor sich hin zu wurschteln, ganz mit sich selber auf sich konzentriert und auf seine Ideen konzentriert. Das haben wir über Seefrachtcontainer abgebildet, die zu dem Zeitpunkt der Konzeption des Gebäudes 2010 gerade im Überfluss in Rotterdam rumstanden. Rotterdam hat damals mehr Waren importiert als exportiert und damals hat noch niemand darüber nachgedacht, einen leeren Seefrachtcontainer, der schon ziemlich ausrangiert war, wieder nach Shenzhen zurückzufahren. Das ist mittlerweile anders, aber damals war das so. Die Zelle muss ergänzt werden um einen Großraum. Dieser Großraum sollte die Möglichkeit bieten, mal in einem größeren Rahmen zu mehr zu arbeiten, sich mit anderen auszutauschen, auch die ein oder andere Veranstaltung zu machen. Und diesen Großraum ergibt quasi der Zwischenraum, der zwischen einer alten Schweinemarkthalle und dem Seefrachtcontainersystem entsteht. Die Schweinemarkthalle ist eine Halle aus den 20er Jahren, die 4000 Quadratmeter Fläche hat und etwa 2000 Quadratmeter haben wir mit Containern vollgeräumt, bis unter das Dach, wie man an dem Bild auch erkennen kann. Und in den restlichen 2000 Quadratmetern entsteht eine Vielfalt von diesem Großraum. Kleine Großräume für Coworking, für Gemeinschafts-, für Teamarbeiten, für Modellbauen, aber auch ein großer Großraum in der Mitte der Halle für quasi die Präsentation. Und dann war noch die Frage nach dem Marktplatz, nach der Möglichkeit, sich mit der Außenwelt auszutauschen. Und da haben wir ein Café vorgesehen, das in diese Halle auch in einem Seefrachtcontainer untergebaut ist. Und das so diese Funktion der Verbindung des Kreativgründerzentrums mit der Außenwelt erfüllt. In diesem Café kann jeder von uns Mittag essen. Das heißt, auch wenn man nur auf dem Schlachthof ist, kann man auf jeden Fall auch mit der Kreativgründerzentrum, mit dem Kreativgründerszene in Berührung kommen. Wir haben in diesem Projekt einen besonderen Wert auf das Thema Kreislaufwirtschaft gelegt. Also wir haben versucht, so viel wie möglich an Baustoffe zu kommen, die schon irgendwo verwendet wurden. Wir haben Mobiliar gekauft, das quasi aus dem Secondhand-Laden kommt. Wir haben ganz viele Metallbaustoffe versucht, über Kreislauf, also über Secondhand-Börsen zu generieren. Wir haben überdies versucht, so wenig wie möglich zu machen. Das war damals nicht in erster Linie ein Umweltthema, sondern in erster Linie war es ein Geldthema, weil es war vollkommen klar, dass die Kreativgründer keine besonders großen Mieten bezahlen können. Das heißt, wir mussten das ganze Haus auf den Prüfstand stellen, dass wir nur bauen, was unbedingt notwendig war und dass wir auch versuchen, das, was wir bauen, so zu bauen, dass es entweder schon eine Wiederverwendung hat oder dass man es wiederverwenden kann. Wir haben uns für eine komplett oberflächliche Installation entschieden, also alles, was man benutzt, kann man auch sehen, weil je weniger eingepackt Baustoffe sind, desto leichter lassen sie sich verändern, anpassen, aber auch zurückbauen und wiederverwenden. Aber das hatte, wie gesagt, dieses Umweltthema, in erster Linie war das damals auch schon ein Geldthema. Mittlerweile, muss ich sagen, hat dieses besondere Projekt die eine oder andere seltsame Debatte aufgeworfen. Als wir es vor 8 Jahren eröffnet haben, war es quasi schon ein besonders wegweisendes Projekt. Und jetzt sind die Nutzer aber ein paar Jahre drin und stellen fest, dass auch der Komfort in dem Gebäude doch nicht so ist, wie sie es vielleicht gerne hätten. Und da merkt man deutlich,
was frugale Architektur quasi zum Grenzfall oder in den Grenzfall treibt oder was immer wieder ein Diskussionsthema sein wird, nämlich dass Menschen Ansprüche haben an Hightech, an besonderen Komfort. Also wir haben da drin zwar eine Nachtentlüftung, aber keine echte Klimatisierung. Also es wird da drin, wenn im Sommer jeder die Fenster aufmacht, wird es da drin sehr warm. Es wird nicht wärmer, als es draußen ist, aber es wird trotzdem, wir haben draußen auf dem Schlachthof in den Sommermonaten, Karlsruhe ist ein sehr hitzeverwöhntes Stück Oberrheingraben. Wir haben da teilweise auch schon draußen so zwischen 37 und 38 Grad auf dem Schlachthof. Und wenn dann ab 11 die Nutzer beschließen, sie müssten mal die Fenster aufmachen, um zu lüften, dann wird es halt auch innen warm. Wir haben einen CO2-Wächter, der auch Temperatur misst, und wärmer als 28 Grad wurde es bisher nicht. Aber das ist trotzdem für viele Nutzer ein Riesenthema, dass sie schwitzen. Und da merken wir selber, wie wir argumentatorisch zwar immer noch stur bleiben und sagen, ja, wir müssen uns anpassen, dann ist Businesskleidung eben nicht mehr Jackett, sondern Spaghetti-Top. Aber wie wir uns immer wieder wehren gegen hohe Ansprüche, weil die Technik könnte es leisten. Es wäre möglich, dieses Gebäude zu klimatisieren. Es wäre möglich, ganz viele Dinge sehr viel besser zu machen, als wir das gemacht haben. Und es ist total schwierig, das den Leuten beizubringen, dass es in ihrem speziellen Fall auch sein muss. Also wir haben da schon die eine oder andere härtere Diskussion schon hinter uns und mit Sicherheit auch noch vor uns, eben den Nutzern, den Menschen zu sagen, wir machen nicht alles, was möglich ist. Herzlichen Dank, Barbara. Das war eine tolle Beschreibung des Projekts. Und ich mag auch ganz besonders, was du am Schluss gesagt hast. Und wir haben jemanden, der vielleicht dir die Lösung geben kann, mit Matthias Schuller. Also wir springen gleich zur Frugalität mit der Energie. In unserem Manifest steht, dank natürlicher Belüftung, einer passiven Kühlung, dem Anfangen der freien Sonne, Energie und Materialien mit hoher thermischer Trägheit ermöglicht eine bioklimatische Gestaltung, sowohl der Energieverbrauch auf das Wenigste zu reduzieren, als auch den Komfort zu steigern. Und der Matthias hat schon sehr oft seit 30 Jahren gezeigt, dass es auch geht. Und in das Haus der Erde, der Text von der BDA, steht auch die technische Aufrüstung zu intelligenten Gebäuden oder Smart-Gebäude oder sogar Smart-Cities und das Übermaß oftmals ökologisch fragwürdiger Dämmmaterialien führen nicht zu langlebigen und energetisch nachhaltigen Bauten. So vielleicht findest du, in was uns der Matthias gleich sagt, Argumente für die Leute, die in Perfect Future arbeiten. So, hier ist das Schubert-Gymnasium. Willst du gleich darüber sprechen, Matthias? Ja, kann ich vielleicht gleich anfangen. Also das ist ein Projekt, das wir mit Liebel-Architekten aus Aalen zusammen entwickelt haben. Das ist ein bestehendes Gymnasium, sieht man oben rechts, also eher aus dem quasi Anfang 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert der Bau, und dann die Erweiterung für die Fachklassen Physik, Chemie, Biologie war jetzt quasi geplant, ein zweigeschossiges Gebäude. Und natürlich redet dann am Anfang jeder darüber, dass wir heutzutage ja Passivhäuser bauen, dass das Haus möglichst einen minimalen Energieabdruck haben muss. Man sieht jetzt schön, das Haus auch so gestaltet, dass möglichst viel quasi der Bereiche, sowohl der Erschließungsbereiche, auch wieder Klassenräume mit natürlichem Licht versorgt werden. Und da kam dann die Diskussion auf, zu sagen, ist es wirklich, gibt es nicht irgendwo eine Grenze, wo dann der Materialeinsatz, nämlich wenn ich das wirklich auf einen Passivhausstandard mit einem U-Wert von 0,13 oder noch besser dämmen muss, ist dieser genau dieser Vergleich oben. Ich habe zwar einen minimalen Einsatz an Heizung und Energie, aber ich habe eigentlich einen großen Einsatz für, unter Umständen, Materialien,
Platzbedarf, auch quasi die Materialien und das CO2, das in den Baumaterialien steckt. Und dann zu sagen, gibt es nicht unter Umständen eine andere Vorgehensweise zu sagen, wir aktivieren in dem Fall jetzt das Dach des Hauses, also zu sagen, wir machen ein Aktivhaus, das uns jetzt auf dem Dach, ein zweigeschossiges Gebäude in dem Fall natürlich so viel Energie produzieren kann, wie wir eigentlich in dem Haus gar nicht brauchen. So, das heißt, jetzt zu sagen, mit dieser Ressource, die wir auf dem Dach einsammeln können, können wir auch den Dämmstandard wieder nachlassen. Also wir müssen gar nicht auf das absolute Minimum heruntergehen, sondern wir können einen Zwischenweg finden, der es erlaubt, unter Umständen, in dem Fall ist jetzt eine Nachtlüftung, dafür brauchen wir eigentlich wenig Energie, wir lüften das eventuell mit einem Ventilator ab und stellen es so sicher. In dem Fall allerdings muss man sagen, das Gebäude in Beton gebaut, also die Decken zumindest in Beton gebaut, weil wir die Speichermasse brauchen, um quasi mit der Kühle der Nacht quasi den nächsten Tag dann zu bearbeiten, die Decken partiell mit Akustikpaneln belegt, um quasi die Akustik im Raum auch sicherzustellen, dass ich eigentlich sagen würde, und am Schluss haben wir jetzt so viel Strom, dass wir sogar noch Stromüberschuss haben. Das Haus hängt am Fernwärmesystem der Stadt Aalen, die ja quasi aus einer, in dem Fall die Abfallwärme aus der Stromproduktion genutzt wird, in dem Fall um das Haus zu heizen. Wir speisen aber in gewisser Weise annähernd die Hälfte des produzierten Stromes quasi ins Netz ein und können trotzdem quasi das Gesamtgebäude damit versorgen. Das heißt, mein Fazit, und ich glaube, die nächste Folie, wo ich gesagt habe, also eine Bescheidenheit muss nicht Askese enden. Und also im Schwäbischen wird man sagen, in der Klemmer, also man würde sagen, jemand, der jetzt so pep mit seiner Energie, so sparsam mit seiner Energie umgeht, dass er lieber quasi friert, sondern ich denke, das denke ich, muss ganz wichtig sein, dass Bescheidenheit kann sehr wohl dazu führen, dass ich in einem gewissen Komfort trotzdem lebe. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf das Projekt in Karlsruhe, also ich glaube, unser erstes Projekt vor 30 Jahren war in Karlsruhe und natürlich ist Karlsruhe warm und auch sehr feucht. Also Friedrich der Große hat seine Soldaten immer da zum Training hingeschickt, weil es da so heiß und feucht war. Und in dem Fall haben wir jetzt für das ist ein Bürogebäude natürlich Masse und das ist natürlich ein Problem der Container, die jetzt zum Beispiel natürlich wenig thermische Masse haben oder weniger thermische Masse haben. Und da müsste man dann vielleicht überlegen, ob man nicht, also es gibt heutzutage auch intelligente thermische Masse, nennt man dann zum Beispiel, also das sind Gipskartonplatten, die dann ein Paraffin drin haben und es schmilzt, dann hat dann 15 Millimeter Gipskarton so viel Speicher wie 15 Zentimeter Beton. Also zu überlegen wäre, ob man da mit welchen Maßnahmen man quasi die Nachtkühle, und die gibt es in Karlsruhe auch, wobei natürlich, wenn unsere Sommer immer heißer werden, werden die Nächte natürlich auch wärmer, die Anzahl der tropischen Nächte nimmt zu. Das heißt, an einem bestimmten Punkt müssen wir dann schon drüber nachdenken, ob wir jetzt zum Beispiel die Erdkühle nutzen oder eventuell, also ich denke auch, an einem bestimmten Punkt wird man dann sagen, okay, dann gibt es halt noch ein paar Quadratmeter Photovoltaik auf dem Dach, die unter Umständen diese Energie erzeugen können, um die Raumtemperaturen etwas zu temperieren. Und was meinst du von vielleicht ein Pflaster aus Lehm, so Lehmpflaster? Lehm ist natürlich, das wäre jetzt der Ansatz zu sagen, also ich will thermische Masse reinbringen. Wir planen gerade im Moment in nachhaltiges Gebäude in Basel, wo wir jetzt den Beton durch gewölbte Lehmdecken zusammen mit Martin Rauch, also quasi Lehmdoms, ersetzen, um diese thermische Masse drin zu haben und aber keinen Zement verwenden zu müssen. Und ich denke, der Lehm hat noch den großen Vorteil, dass er das Thema Feuchte noch puffert. Ja. Weil das natürlich beim Thema
wie die Barbara hat es gesagt hat, 28 Grad wird mir sagen, das müsste eigentlich gut sein, wenn die Feuchte dann unter Umständen, weil wenn es draußen natürlich 36 Grad hat und 60% Feuchte, dann werden die 28 natürlich schnell 70, 75% und dann wird es natürlich saunamäßig. Das heißt, das wäre auch ein Ansatz, mit feuchtepuffernden Materialien zu arbeiten und das Einfachste, würde ich mal sagen, Deckenventilatoren aufhängen. Der Mensch ist bei erhöhter Luftgeschwindigkeit, das haben wir jetzt in einer Nullenergieschule in Singapur sogar gemacht, die dann bei 30 Grad außen ohne Kühlung in den Schulräumen arbeiten mit Deckenventilatoren, weil wenn der dann mal 2 Meter pro Sekunde die Luft um die Ohren bläst, dann tragen die Studenten eher schon wieder ein Jackett, als dann quasi, dass es ihnen zu warm wäre. Ja. Ja, das stimmt wirklich. Vorher habe ich Ihnen der Alain Bornarel gezeigt. Der ist unter anderem, der ist Ingenieur und unter anderem Spezialist für tropischem Klima. Und er arbeitet sehr viel in La Réunion oder Neukaledonien. Das ist Frankreich auf die andere Seite der Welt. Und er arbeitet sehr viel mit Deckenventilatoren, weil es konsumiert kaum Elektrizität und hat eine sehr ganz tolle Wirkung, weil wenn der Wind oder wenn die Luft so eine Sekunde wie ist es? Geschwindigkeit hat. Ja, die Geschwindigkeit von 1 bis 2 hat, fühlt man sich plötzlich sehr, sehr wohl. Und natürlich kann auch das Grüne, so die Vegetation, unheimlich viel bringen. Und auch Wasser. Wenn man einen Garten hat mit Wasser und Pflanzen, auch in dem Gebäude hinein, das findet man oft in tropische Regionen, in französische tropische Regionen, das hilft sehr, sehr gut. Und es gibt in La Réunion sogar ein Amphitheater an der Universität, der ganz ohne künstliche Lüftung geht, so nur mit natürlicher Lüftung. Also das ist, wenn es möglich ist in La Réunion, sollte es auch in Karlsruhe möglich sein, glaube ich. Will dazu zu der Energie jemand hier reagieren? Vielleicht du, Philipp, vorher hast du geschwärmt von der Arbeit von Matthias. Vielleicht willst du auch etwas dazu sagen? Ja, ich kann das absolut nachvollziehen, dass wir mit nur Bescheidenheit können wir unseren Stromverbrauch nicht abdecken. Es ist klar, dass wir immer mehr Strom brauchen. Jetzt fahren die Autos elektrisch. Unsere Konferenz wäre nicht möglich ohne Strom. Ein verdichtetes Leben in der Stadt, die ganze öffentliche Verkehr, es tendiert ja alles zu Leitenergie, Strom. Und natürlich müssen wir diesen Strom machen. Das geht nicht einfach nur mit Sparen. Also, und natürlich auch nicht dezentral in der Nordsee immer nur, sondern ich kann das sofort nachvollziehen, dass ich auf meinem Hausdach Strom erzeuge. Gute Investition. Ja, der Matthias hat vorher auch einen sehr schönen Ausdruck gehabt. Er spricht von Energiepatenschaft. Kannst du das vielleicht erklären, Matthias? Ja, weil wir haben ja dann heute Mittag mal kurz, also ein Aktivgebäude ist natürlich genau zugreifen. Ein Aktivgebäude, das quasi Energie abgibt, das kann natürlich zum Beispiel, und jetzt haben wir in dem Bild vorher gesehen, diese Schule, die ist wahrscheinlich von 1900. Ich das doch, was ist echt nervig, ich muss hier neue Links verschicken und Dings beantworten, sag mir das einfach. Ja, Kyra, wir hören dich. Okay. Ja, ja. Also wenn ich jetzt das Schulgebäude im Hintergrund sehe, dann wäre natürlich die Idee, und wir haben ja viele auch denkmalgeschützte Gebäude, auf die wir jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Photovoltaik draufpacken sollen, dass ich mir eigentlich denke, dass wir mit neuen Gebäuden heute eigentlich schon Energiepatenschaften übernehmen sollten, wo neue Gebäude dann so viel Strom produzieren, dass sie quasi das Denkmal, die denkmalgeschützte Villa in der Nachbarschaft einfach mitversorgen. Dankeschön. Barbara, hast du ein paar Ideen mitgenommen oder nimmst du ein paar Ideen mit?
Ja, auf jeden Fall nehme ich ein paar Ideen mit. Trotzdem würde ich nicht aufhören, immer wieder die Frage zu stellen, ob man speziell bei der Klimadiskussion nicht über Anpassungsstrategien für die Menschen reden müsste, anstatt quasi an den Gebäuden was zu machen, weil das ist hier in Karlsruhe das ist ein Riesenthema und die Solaranlagen auf den Dächern produzieren momentan den Strom, den wir für den Betrieb der Gebäude brauchen, also für die Computer zum Beispiel. Und ich meine immer noch, dass wir uns daran gewöhnen müssen, einfach ein bisschen zu schwitzen. Das ist, ich denke, das ist ja interessant. Zum Beispiel, dass vor, ich glaube, das ist jetzt schon fast 6 Jahre her, wo Japan quasi die Kühlregelung in ihren Staatsgebäuden verändert hat, um quasi CO2 einzusparen. Im Nachfolge vom Kyoto-Protokoll haben die ja quasi ihre Kühlgrenzen von 22 auf 28 Grad angehoben. Und dann war natürlich das Problem, waren vor allem die Männer in ihren Anzügen, weil die haben plötzlich geschwitzt. Die Frauen, die waren deutlich weniger krank, weil das Haus war eigentlich vorher dann zu kalt. Und dann die Erfindung war dann das, und die Männer wollten eigentlich auf ihr Jackett nicht verzichten. Das war quasi auch ihre Rüstung, muss man ja im Geschäftsleben so sehen. Und es gab dann T-Shirts, auf die dann das Jackett aufgedruckt war. Man hatte das Jackett immer noch visuell, aber man war quasi im T-Shirt. Eine Softwarelösung. Genau. Na also, hat die Mode auch mal was zu tun. Genau. Ja, das finde ich ja toll, wenn das dann quasi so ganzheitlich quasi bis hin in die Fashion geht. Herzlichen Dank, Matthias. Jetzt kommen wir zu der Frugalität in der Materie. Nochmal ein Zitat aus unserem Manifest. Der Holzbau, lange auf Einfamilienhäuser beschränkt, setzt sich mittlerweile auch bei großen öffentlichen Einrichtungen und Wohnhochhäusern durch. Auch hier in Baden-Württemberg, in Heilbronn zum Beispiel, mit einem Gebäude mit 2 Etagen. Biobasierte Dämmstoffe, bis vor kurzem noch randständig, machen heute fast 10% des Marktes aus. Vor allem in Frankreich, wo wir an die 6.000 Bauten haben, die mit Stroh isoliert sind, wobei es in Deutschland nur vielleicht an die 250 sind. Und bei uns, wir haben auch Bauten, die über 6.000 Quadratmeter groß sind, die mit Stroh gedämmt sind. Und Lehmbaumaterial unseres Kulturerbes erwacht aus dem Fegefeuer, in welches das 20. Jahrhundert es gestürzt hatte. Also, und all diese Fortschritte tragen auf landesweiter Ebene der Bildung lokaler Produktionsketten und Know-hows bei. Und da ist Vorarlberg ein wunderschönes Beispiel, weil Vorarlberg durch die Vorarlberger Holzbaukunst unter anderem und die tollen Professionellen, die es dort gibt, sei es Architekten, aber auch Zimmerer und Sägewerke und Förster, haben zu einer Nutzung und Aufwertung von lokalen Ressourcen beigebracht. Was sagt uns der Text von Das Haus der Erde? Das spricht von sogar, das geht sogar weiter als unser Manifest und spricht von einer vollständigen Entkarbonisierung. Statt energieintensiv erzeugter Materialien wie Beton und Stahl liegt der Schwerpunkt auf natürlichen Materialien wie Stein, Holz und Lehm. Sie wissen sicherlich alle, dass Beton zuständig ist für circa 8% der CO2-Emissionen weltweit. Also das ist wirklich notwendig, dass wir andere Lösungen finden. Philipp, jetzt bist du dran, um über ein anderes Gebäude, der auch in unserer Ausstellung steht, zu reden. Diesmal habt ihr das als Vorarlberger Büro nicht in Vorarlberg gebaut, sondern in Baden-Württemberg in der Nähe vom Bodensee. Kannst du uns das bitte erklären? So, wie kam ja. es dazu? Gerne. Hört ihr mich gut? Sehr gut. Ja, okay. Ich kenne das Bildmaterial nicht. Hast du noch ein zweites Bild, einen Plan vielleicht? Ja.
Hier. Ja, das ist doch gut. Aber fangen wir nochmal mit dem ersten an. Danke. Danke. Jetzt kann ich alle städtebaulichen Aspekte über Bord werfen. Dieses Haus steht sozusagen entsetzlich isoliert und einsam im Wald. Trotzdem oder deshalb war es vielleicht auch ein guter Anlassfall, mit so einem besonderen Partner als Bauherrn so etwas zu machen. Davor waren zwei ziemlich kaputte Hütten an der Stelle und die haben ein Konglomerat an Nutzungen erfüllt oder geleistet für diese baden-württembergischen Staatsforste. Man muss sich vorstellen, dieser Ort im Tettnanger Wald ist ein Außenposten, die Leitstelle ist in Freiburg im Breisgau und die Aufgabe war es, ein Team von Waldarbeitern und ab und zu auch einmal Geschäftsführer zum Beispiel zu beherbergen. Die müssen die Geräte versorgen, die müssen Autos unterbringen, sie müssen auch zusammen eine Pause machen können, auch bei sehr kaltem, schlechtem Wetter. Und hier war noch eine vierte Funktion gefordert, nämlich eine kleine Metzgerei für die herbstlichen Jagden. Eine Direktvermarktung von Wildbret. Das hat dann so eine ganz eigene Nutzungsschiene nach sich gezogen. Diese Hütten waren einfach abzutragen, da konnte man gar nichts machen. Und wir haben versucht, diese Nutzungen in einen quadratischen Grundriss zu bringen und ein Kaltdach drüber wegzuspannen. Dominik, fantastisch moderiert, Dankeschön. Im Schnitt sieht man das Kaltdach und rechts unten der Grundriss. Sie sehen, die Fahrzeughalle nimmt den größten Teil ein. Oberhalb die Wildkammer hat eine eigene Zugangsseite und links im Westen ist die Jägerstube, heißt sie hier. Die ist ein bisschen höher gesetzt, dass man einen guten Blick hat über den Wald, weil man die Raumhöhe nicht braucht von den anderen Räumen. Links unten sehen Sie in diesem Viertel ein komplexes Miteinander aus einem Vorraum für die Waldarbeiter. Die haben dann eine WC-Gruppe, eine Teeküche und einen Trockenraum, wo sie ihre Jacken trocknen können. Das ist der Teil, der sich für die Menschen gruppiert um etwas, was hier gar nicht beschriftet ist, nämlich ein mächtiger Ofen. Der ist jetzt da rechts im Bild. Der sitzt auch an dem Höhensprung und zeigt das Feuer in zwei Richtungen. Und jetzt hat man eigentlich das ganze Haus schon gesehen. Wir haben uns bemüht, aus der Nutzung und aus dem Bauherrn ein logisches Ganzes zu entwickeln. Das heißt nämlich, wir haben so viel Holz wie möglich verbaut. Wir haben versucht, speziell im Dachbereich Bitumen und andere, auch Ziegel zu vermeiden. Wir haben das mit Holzschindeln eingedeckt. Wir zeigen den Rohbau im Inneren. Diese relativ astige Qualität ist absichtlich, das ist der Rohbau, den wir hier als Innenausbau verwenden. Und die sporadische Nutzung von dem Haus, das heißt, man kann nie vorhersagen, wann die Waldarbeiter kommen und wie lange sie bleiben. Und sie brauchen es blitzschnell warm. Deswegen ist der mächtige Ofen in dem Haus, der mit eigenem Holz befeuert wird. Der hat also die starke Leistung, um das Haus bis zur Mittagszeit aufzuwärmen. Und er hat darüber eine Wassertasche, so eine sehr kompakte Technik, sodass diese große Wärme dann noch gespeichert und verwendet werden kann für die kommenden 2 Wochen, wenn die Waldarbeiter wieder weg sind. Dann wird die Wärme in einen zentralen Wasserspeicher eingespielt und quasi so gestreckt oder verdünnt, dass sie bis zu 14 Tage das kleine Haus, das alleine steht, frostfrei halten kann. Wenn der nächste Besuch länger dauert, dann wird ein Frostwächter aktiviert und dann gibt es noch eine Notheizung, die je nach Jahreszeit
Frostschäden verhindert. Es gibt, wenn man den Grundriss nochmal anschaut, ja, danke schön. Sie sehen das unter dem Wort Jägerstube. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann mit der Maus, diesen Ofen. Und der hat eine Klappe, eine, ja, danke schön. Der hat eine rechts zur Fahrzeughalle, die auch eine Werkstatt sein kann für Lehrlinge oder Workshops. Da ist ein Ventilator eingebaut. Man kann also diesen mächtigen Holzstückofen auch verwenden, die Fahrzeughalle bis auf 18 Grad hochzuheizen, kurzfristig luftunterstützt. Und damit hat man eigentlich das heizungstechnische Minimum und die schnelle Reaktionszeit erfüllt. Zu sagen wäre noch, dass das Haus keine Wärmedämmung hat, weil durch diese temporäre Nutzung langen uns 12 bis 15 cm Holz und auch die Masse, die dazugehört. Das Haus muss nicht langfristig seine Wärme bewahren oder verteidigen gegenüber der Umwelt. Es muss nur schnell reagieren. Das ist im Wesentlichen die Geschichte zur Energie und die Stoffkreisläufe kann man so beschreiben, dass der Auftraggeber natürlich die Bäume beschaffen konnte, die wir gebraucht haben. Das Sägewerk ist in der Nähe, in Baden-Württemberg. Und die Zimmerei war dann die Holzbau Sohm aus Alberschwende in Vorarlberg, weil der in der Lage war, die Massivholzdecken und Wände zu machen und auch bereitwillig unser Holz genommen hat und quasi zurück nach Deutschland gebracht hat. Aber das Ganze war eine Sache von 30 Kilometern, ein Weg. Also auch wenn es über die Grenze ging, war das eine regionale Angelegenheit. Auch die Schindeln sind, das Holz ist geschlägert worden in Tettnang. Das waren Douglasien, tolle Bäume, gigantische Bäume, die übrigens nicht aus Europa stammen, aber alt genug waren, Neophyten. Und die sind nach Vorarlberg gebracht worden zum Spalten. Und die Schindeln sind dann wieder von einem Allgäuer Schindler verbaut worden auf dem Dach. Ja, also wir wollten Dinge tun, die man quasi weitgehend händisch abtragen kann eines Tages. Der Schönheitsfehler ist die Betonplatte. Wenn ich das jetzt nochmal so anschauen darf, so lässig, da hätte ich gerne eine neue Lösung, aber die Technik hat uns noch nichts geboten, wo man mit Autos drauf rumfahren kann und das die Feuchtigkeit abhält. Das ist die Geschichte. Herzlichen Dank für diese schöne Geschichte. Jetzt hätte ich eine Frage an euch drei. Will jemand noch zu dem Thema, die bis jetzt besprochen wurden, reagieren, vielleicht über diese Genügsamkeit mit der Materie oder mit der Energie? Ich glaube, dass deine Lösung, Philipp, mit der Energie hat sicherlich der Matthias gefallen. Und eigentlich, weil, was Holz betrifft, der Ministerpräsident Kretschmann hat 2018 die Holzbauoffensive Baden-Württemberg lanciert. Etwas Ähnliches wurde 1998 in Vorarlberg initiiert und es war sicherlich der Schlüssel zum Erfolg Vorarlberg oder zum Erfolg von der Vorarlberger Holzbau zusammen mit der ganzen guten Qualität von euren tollen Handwerker und tolle Holzbau. Firmen. Ich hoffe, dass wir in Baden-Württemberg das Gleiche erleben. Jetzt würde ich euch gerne fragen, wie könnte man die Genügsamkeit in der Baubranche fördern? Philipp Madec hat am Anfang gesagt, dass der Bausektor produziert etwa 40% der Abfälle und Treibhausgase Gasemissionen und verbraucht dazu 60% der natürlichen Ressourcen. Also eine radikale Veränderung ist unbedingt notwendig, das wissen wir alle drei. Wie kann
man das fördern, diese Änderung? Wer mag anfangen? Darf ich aus der Tagespolitik was dazu sagen? Ja, gerne, Philipp. Wir sind gerade schockiert, wie die Preise senkrecht nach oben rasen für Baustoffe. Und ein anderes Rezept sehe ich gar nicht. Ich habe mir das nicht herbeigewünscht. Es scheint jetzt mal ein temporärer Engpass zu sein. Aber wir brauchen gar nichts anderes, als dass die Baustoffe das Doppelte oder Dreifache kosten. Und dann werden wir es uns doppelt und dreifach überlegen, eine Materialstärke zu verwenden. Oder wir werden panisch suchen, wie wir mit weniger Baustoffen oder Rohbau klarkommen. Ja. Ja, Matthias? Ich denke, und das ist ja, sagen wir mal, sehe ich auch so im Moment, wie die Kosten nach oben gehen, und ich finde es interessant. Also das Problem, das wir ja haben, ist, dass das Material quasi nicht das Geld kostet, das es dann andererseits als CO2-Fußabdruck erzeugt. Also ich habe, aber das ist das Interessante, du findest schon Bauherren, also ich mache das heute typischerweise schon so, dass ich mit den 180 Euro pro Tonne CO2, die das Bundesumweltamt ja letztes Jahr errechnet hat, als soziale Kosten des CO2, dass ich damit schon in meine Projekte gehe. Und es hat noch selbst die Credit Suisse akzeptiert diesen Preis als CO2. Also wir müssen quasi die realen Preise bewerten und berücksichtigen, die quasi die Materialien verursachen. Ich denke, dann wird es schon dazu führen, dass natürlich jetzt besonders natürlich in Schwaben die Bauherren sagen, das ist mir zu teuer. Das habe ich nicht ganz verstanden. Wie wird dieser wahre Preis abgewälzt auf den Konsumenten, sprich den Bauherrn? Der wird ja im Moment noch nicht abgewälzt, sondern das Umweltbundesamt hat ja nur gerechnet, dass die sozialen Kosten, die eine Tonne CO2 erzeugt, nicht die 20 oder die 25 Euro, die die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, wert ist, sondern eigentlich durch ihre Schäden, die das CO2 in der Umwelt erzeugt, 180 Euro pro Tonne CO2 quasi kostet. Und das Interessante ist, ich habe jetzt eigentlich noch keinen Bauherrn gefunden, der das nicht akzeptiert, wenn ich dann in dem Material oder in Einsparungsvarianten oder in Effizienzvarianten komme und sage, wir sparen so und so viele Tonnen CO2 und die Tonne CO2 muss ich eigentlich in einer Wirtschaftlichkeit, in einer realen Wirtschaftlichkeit mit 180 Euro pro Tonne einsetzen. Wer zahlt an wen die 180 Euro und wem kommen sie zugute? Ja, da ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, also wir haben ein Beispiel, ein großes Projekt, gesamte Blocksanierung in München, wo es darum ging, wie viel Prozent des Hauses bleibt stehen. Und wir konnten über die Bilanzrechnung, dass wir sagen, annähernd 60% des Projektes halten, weil wir gesagt haben, das Embedded Carbon, also das eingelagerte CO2 in der bestehenden Konstruktion, ist so viel Geld wert, dass auch wenn ich für noch billigen Beton heute weniger bezahle, in dieser Bilanz dieses CO2, das da drin ist, so viel mehr wert ist, dass es keinen Sinn macht, diese 3 oder 4 Geschosse noch abzureißen und neu aufzubauen. Natürlich mit der Konsequenz, dass die Decken etwas niedriger sind, dass die Flexibilität nicht ganz so toll ist, wie wenn es ein Neubau wäre. Aber in dem Fall die Architekten das auch als Challenge für sich gesehen haben. Also als Herausforderung, dafür eine Lösung, eine kreative Lösung zu finden. Mhm. Dankeschön. Und das ist in dem Fall ein Schweizer Investor, eine große Bank, der sehr wohl rechnen kann. Aber auch der hat auf seiner Webpage das Thema Nachhaltigkeit groß stehen. Man muss die dann an ihrem eigenen Wort nehmen. Barbara, bei eurer Arbeit in Karlsruhe, rechnet ihr auch mit diesen sozialen Kosten von CO2 oder noch nicht? Oder wie entscheidet ihr? Also wir bauen ganz selten
und nur im Ausnahmefall neu, sondern wir sind als Gesellschaft quasi berufen, Konversionen zu machen. Also wir sind eine Projektentwicklungsgesellschaft, die fast ausschließlich im Bestand arbeitet. Und da finde ich es manchmal frustrierend, wenn Nutzer A aus einem Gebäude auszieht und man dann wegen der Nutzungsänderung, keine Ahnung, von Büros in Ateliers eine Baugenehmigung braucht und man dann ausrechnet, dass die Statik nach heutigen Gesichtspunkten bei dem Haus, das seit 130 Jahren steht, die Deckenlast nicht ausreicht und man Betonsanierung macht, also mit Decken nachbelasten, nur um rein rechnerische Werte zu erreichen. Und ich glaube, dass die Frage des der Betreiberverantwortung, der Gesetzeslage, der ganzen richtlinientechnischen Normen etc. in dem Zusammenhang auch gestellt werden muss, ob man alles, was man machen kann, quasi auch gleich in technische Normen gießt, die dann irgendjemand, der aus dem Thema der Baukontrolle oder der Betreiberverantwortung kommt, als Bemessungsstab, Maßstab heranzieht. Also das Zauberwort ist, glaube ich, nicht alles zu machen, was man machen könnte. Und es dann aber auch nicht verlangt zu bekommen. Von den Behörden? Nicht nur von den Behörden, sondern auch von den Gerichten, von den Nutzern, von der gesamten Gesellschaft. Also die gesellschaftliche Debatte über, muss man machen, was man kann, sollte man, glaube ich, nicht nur in der Intensivmedizin führen, sondern auch im Bauwesen. Genau, und um eine vermeintliche Sicherheit, das ist ja dann, um eine vermeintliche Sicherheit zu erzielen, das Leben ist so riskant, das kann. Ja. Also. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland steht, aber bei uns in Frankreich sind die Betonsteine traditionelle Architektur. Und dafür ist Stampflehm und Stroh und sowas untraditionelle oder nicht traditionelle Architektur, was schon ziemlich köstlich ist. Ist das bei euch auch genau so? Wen sprichst du an? Euch drei. In Vorarlberg sagt man nicht traditionelle Architektur, so in den Normen eine traditionelle Konstruktion ist aus Betonsteine. Das kann ich auf Vorarlberg nicht so ummünzen. Da wäre es niemals das Wort, da ist man sehr pragmatisch und da wird sowieso über so Klassifizierungen von traditionell oder nicht lange geredet. Das Denkmalamt ist auch nicht sehr mächtig in diesem kleinen Landstrich. Ja, Vorarlberg ist da sehr ein großer Vorreiter. Allerdings Vorreiter in Genügsamkeit bei der Verwendung von Materialien und von Innovationen in der Materialnutzung und genauso bei Energie, was Bodennutzung angeht. Wenn man der Rheintal sieht, kann man vielleicht nicht unbedingt sagen, dass Genügsamkeit in Bodennutzung gemacht wurde. Und das ist sicherlich eine der negativen Seiten von Städtebau in Vorarlberg. Ich kann noch was zu unserem, quasi was dazu sagen, zu deiner Bemerkung, was unser Projekt angeht. Das Dach mit Holzschindeln einzudecken, das war deswegen ganz lustig, weil zwischendurch gab es einen kleinen Disput über die Qualität, ob wir da den Normen entsprechen. Und dann hat man überhaupt keine Normen gefunden, was Holzschindel angeht. Und das finde ich sehr angenehm, weil du jetzt sagst, dieser Baustoff ist so traditionell, dass die gesamte Normung des 20. Jahrhunderts vergessen hat, 10 Seiten zusammenzufassen zu Holzschindeln. Das heißt, wir konnten bauen, wie wir wollten und haben keine Norm gestört und andersrum. Die Holznormen in Frankreich wurden von den Deutschen, als sie Frankreich diese Besetzung in Frankreich gemacht haben, so um die 1940 gemacht,
Bis dahin gab es keine Normen. Und diese deutsche stammende Normen haben wir fast bis in der 90er Jahre behalten, bis wir zur Euro-Norm gesprungen sind. Matthias, es gibt eine Frage vom Publikum für dich. Womit ist das Dach des Schubert-Gymnasiums gedeckt? Weißt du das noch? Ja gut, also das ist quasi, hat eine klassische Deckung, sprich also eine Dämmung und dann eine Klimahaut. Weiß ich jetzt gerade nicht, ob es Bitumen ist oder eine klassische Flachdachfolie, das ist ein leicht geneigtes Dach. Die Photovoltaik ist in dem Fall nicht als Dachhaut definiert, sondern als aufgeständerte Konstruktion. Da sind wir natürlich auch beim Thema, wo wir sagen, eigentlich müsste die Photovoltaik dann diese Regenhaut bilden. Aber da ist dann halt auch das, dass dann ein Bauherr dann sagt, aber wenn dann da mal eine Undichtigkeit entsteht, ich will lieber ein Notdach haben, um quasi das sicherzustellen. Ja? Also von daher ist der Schritt auch dort noch nicht ganz konsequent gegangen. Man baut quasi zwei Dächer übereinander. Dankeschön. Falls so hier ein Gruß an das Publikum, wenn es noch Fragen gäbe, bitte können Sie das in der Chat schreiben. Das würde ich gerne weiterleiten. Sonst vielleicht gibt es auch von der Seite der BDA eine Frage oder eine Bemerkung über das Haus der Erde und wie dieser Text sich oder welche Wirkung dieser Text auf das Bauen in Deutschland schon hatte, ob man das schon etwas bemerkt hat und wie man das weiterhin entwickeln möchte. Oder hast du schon, Matthias, über das Haus der Erde schon diskutiert, gearbeitet? Hast du irgendeine Wirkung bemerkt bei deinen Bauherren oder bei den Architekten? Also ich würde mal sagen, jetzt nicht aus dem Dokument raus. Ich sehe es eher so, dass wir natürlich draußen, sowohl bei den Architekten wie bei den Bauherren, darauf stoßen, dass die Sensibilität der Leute zunimmt. Ja? Und du hast vorher interessanterweise ja erzählt, quasi diese 2000, also euer Ding oder dieses Dokument ja dann von 2019 stammt, wo dann mal drinsteht, dass wir eigentlich an den Grenzen unseres Wachstums angekommen sind. Das Originaldokument, die Grenzen des Wachstums, ist von 1992. Ja? Also in gewisser Weise, wie lange, also mehr wie 26, 27 Jahre hat es gedauert, bis es dann quasi so durchgesickert ist. Und ich denke, das ist immer noch die Problematik, dass wir uns, also wir wissen es mit unserem Verstand, dass wir auf ein Problem zusteuern, aber das Problem ist anscheinend so groß, dass wir es lieber verdrängen. Ja. Ich glaube, Vorarlberg ist sicherlich die Region in Europa, die das am frühesten erkannt hat und der dagegen steuert. Vorarlberg hat auch vor jetzt circa 10 Jahre, 11 Jahre dieses autonome Energie in Vorarlberg 2050 lanciert und ich glaube, sie schaffen das. Ich glaube, wir in Frankreich wollen das auch und schaffen das sicherlich nicht, aber durch die kleinen Schritte und vor allem durch alle Aktionen in den Kindergärten und Schulen bringen sie das so stark in den Köpfen von den Kindern, dass ich ziemlich davon überzeugt bin, dass dieses breites Publikum dann reagieren wird und agieren will. Was meinst du, Philipp? Ja, danke für das Lob, sagt die ganze Region. Das Problem, das hier auch erkannt worden ist, schon vor bald 20 Jahren, ist, dass es nichts nützt, ein perfektes Passivhaus auf die einsamste Wiese zu stellen, sondern
dass eine Wiener Mietwohnung im zweiten Obergeschoss locker mithalten kann mit dem perfektesten Passivhaus. Und dass diese Wiener Mietwohnung inzwischen seit 150 Jahren im Dauerbetrieb steht, die vierte Umnutzung locker überlebt hat. Inzwischen sind auch die Grafiker drin und da war nicht eine Woche mietfrei. Und wenn du dann die Bilanz anschaust von der grauen Energie und dem Aushub und auch die ganzen Leitungen, die Kostenwahrheit aller Dinge einbeziehst, die die Dezentralität mit sich bringt, dann schaut das gar nicht mehr so glorreich aus mit den vielen kleinen Holzhäuschen. Also ich würde gerne die Diskussion lenken auf eine Kostenwahrheit, die die Lage der Projekte und die Lage in der Stadt oder in der Agglomeration mit allem, was dranhängt, Ziel- und Quellverkehr, Nähe der Schule, Urlaubssehnsüchte. Was nutzt es mir, wenn ich nach Réunion fliegen muss, um wieder klarzukommen? Da kann ich da wieder 10 Jahre im Passivhaus sitzen und 1 Grad sparen beim Heizen für das CO2. All das erwarte ich von unseren Siedlungsstrukturen. Und das wird sehr schwierig. Es wird sehr schwierig, eine bestehende Siedlungsstruktur zu überformen oder zu einzugrenzen wieder, weil die ist uns aus dem Griff geraten. Ja, vielleicht musst du nach Karlsruhe zu Barbara fahren und dort sehen, wie da die Umnutzung gemacht wird. Ja, ja. Ja, ja, das heißt aber doch klar, die Zukunft liegt in der Stadt. Also die Zukunft liegt auch im dichten Wohnen. Die Zukunft liegt, und wir haben, also in dem Fall sind die Schweizer in dem Fall jetzt die Vorreiter mit ihrer 2000-Watt-Gesellschaft, die ja quasi eine ganzheitliche Bewertung inklusive quasi nicht nur dem Wohnen, sondern dem Arbeiten, der gesamten Mobilität inklusive, sind wir dann beim nächsten Thema, Ernährung und Urlaub quasi aufgreifen. Und dann sind wir auch, also da passt euer Thema, die Frugalität, die könnte man jetzt auch noch auf das Thema Genuss und Konsum erweitern. Weil da müssen wir eigentlich auch, und dann wird es aber interessant, Philipp, denke ich, also die Frage ist ja dann, und das kriege ich im Moment in Basel mit, wo zum Beispiel die Bevölkerungsdichte wieder wächst, sie ist noch immer nicht da, wo sie in den 60er Jahren war, aber jetzt gibt es innerstädtische Proteste, die weiter zu verdichten. Also die Leute wollen gar nicht mehr so eng wohnen, wie sie in den 60er Jahren gewohnt haben. Also jetzt auch in der Stadt. Ich denke, das ist ein Thema, das man dann anschauen muss. Ich denke aber, die Zukunft liegt nur dahin, dass wir dichter wohnen. Wir haben ja, Dominik, mit Finn Geipel haben wir damals die Studie für Paris 2030 gemacht. Und sein Thema war Metropole Douce und dann gesagt, wir müssen eigentlich noch 2 Millionen mehr Leute in Paris rein, nach Paris bringen, ohne einen Quadratmeter mehr zu bauen. Wir müssen runter von unseren 50 Quadratmetern pro Person wieder auf 30. Ja, und in Covid-Zeiten. Ja. Nicht besonders einfach. Wenn du zu einer Familie mit 3 kleinen Kindern in eine kleine Wohnung wohnt, und zwar eingegrenzt 1 Jahr lang oder sogar noch länger. Ohne Balkon. Ja, genau. Das ist aber die Renaissance des Balkons, die Renaissance der natürlichen Lüftung, ist ja quasi durch diese Pandemie eigentlich gekommen. Jeder möchte jetzt wieder ein Fenster zum Aufmachen, auch in den Büros. Ja. Selbst in Paris. Selbst in Paris. Ja, ja, das stimmt. Aber ich kann mich gut erinnern, dass der Günther Behnisch in der 70er, 80er Jahre, wo die meisten Büros machten, wo man die Fenster nicht aufmachen konnte, er hat gesagt, jedes Büro muss ein Fenster zum Aufmachen haben. Und er hatte vollkommen recht. Ja.
Und ich glaube, dass seine Büros aus dieser Zeit sicherlich zu den bequemsten gehören, die damals gebaut worden sind. Ich glaube, jetzt gehen wir langsam ein Ende zu. Möchte jeder von euch vielleicht ein Schlusswort sagen oder irgendeinen Satz sagen, den wir mit auf der Reise ins Genügsamkeit bringen könnten? Ich hätte einen Satz. Ja, gerne, Philipp. Also gut. Ich würde gerne etwas dazu sagen, was die Barbara am Anfang und mehrfach gesagt hat. Es geht ja um unsere Ansprüche. Mhm. Und die Ansprüche von einem hohen Niveau auf ein weniger hohes zu bringen, das scheint ja extrem schwer zu sein. Mhm. Und da gibt es den pragmatischen Ansatz von einem Bauträger, den ich kenne, der sagt Folgendes. Ich lasse die Leute zuerst mieten, dann haben sie keine Ansprüche, sie verklagen mich nicht. Sie können nämlich den Mietvertrag beenden, wenn es ihnen langt. Und wenn sie 10 Jahre gemietet haben, dann gibt es ein Mietkaufmodell, dann können sie die Wohnung, die sie längst schon kennen, mit allen Vor- und Nachteilen käuflich erwerben. Damit muss er die gesamten Qualitätsansprüche nur noch so gestalten, wie er es für richtig hält. Also er kann rotzig bauen, wie es praktisch ist. Man darf alles sehen, die Schallbilder, die Fugen, man darf auch was hören. So quasi wie ein Gebrauchtauto kann man es dann kaufen. Und das finde ich einen pragmatischen Zugang, um die überhöhten Ansprüche zurückzuschrauben. Einfach so ein pragmatischer Input von mir. Dankeschön. Gleichzeitig Schlusswort. Dankeschön, Philipp. Barbara, hättest du auch so ein Schlusswort? Also mich hat der Tag heute darin oder der Abend heute darin bestätigt, dass wir nochmal bei den traditionellen Baumaterialien mehr gucken, auch im Hinblick auf das, dass unser Ziel dieser Kreislaufwirtschaft ja bedeutet, dass wenn man mal ein Ziegel gebrannt hat, dann kann man da eine Wand draus bauen und wenn man die eine Wand nicht mehr braucht, dann kann der wiederverwendet werden für eine andere Wand. Ja. Dankeschön, Barbara, ich bin total deiner Meinung. Und Matthias, dein Schlusswort? Ja, ich würde nur sagen, also wir müssen die Leute für die Bescheidenheit begeistern, also dass weniger mehr bedeutet. Wenn wir das zu sehr, die Bescheidenheit mit dem Thema Askese verbinden, dann sagt jeder, ich will mir den Luxus leisten. Er muss eigentlich lernen, dass er sich quasi das weniger leisten möchte, weil es auch weniger belastet. Ja, und da kommen wir an dem Anfang der Abend, wo der Philipp erklärt hat, warum wir diese Bewegung, die Frugalité, Heureuse et Kreative, also eine glückliche und kreative Frugalität oder Genügsamkeit genannt haben, weil es ein positiver Touch haben. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich der Grund ist, warum wir jetzt über 12.000 Unterschriften haben, weil das ist keine Askese. Wir sagen nicht, wir müssen verzichten, sondern wir sagen, es gibt glückliche und kreative Lösungen, die es erlauben, weniger Ressourcen zu verbrauchen und dabei glücklich zu sein. So jetzt, liebe Barbara, lieber Philipp und lieber Matthias, herzlichen Dank für eure inspirierenden Beiträge. Die werde ich mit meinen Freunden von der Frugalité Heureuse teilen. Und zum Schluss möchte ich mit allen ein Zitat aus dem Schrift Haus der Erde, das der BDA im Mai 2019 verfasst hat, teilen. Ich zitiere, was wollen wir hinterlassen? Wir haben nur diese eine Welt,
für ihren Erhalt tun auch wir als Architektinnen und Architekten, als Stadtplanerinnen und Stadtplanern zu wenig. Man könnte auch sagen, als Ingenieurinnen und Ingenieure zu wenig. Ziel unserer Wanderausstellung weniger ist genug, Frugalität kreativ ist, die Besucher Lust und Mut zu geben, an dem absolut notwendigen Paradigmenwechsel teilzunehmen. Dankeschön, ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielleicht habt ihr Lust, irgendwann mal unsere Ausstellung online anzuschauen oder in Freiburg oder Karlsruhe zu besichtigen oder vielleicht sogar in Frankreich, wenn man dorthin natürlich mit dem Fahrrad oder mit dem Zug hinfährt. Und danke und bis bald. Ja, bitteschön. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Ciao.